Oh, guck mal, ich wollte gerade sagen, das Gebäude sieht ein bisschen mitgenommen aus, ne? Und tatsächlich, die Wartung hier ist aktuelle Abnutzung 65%, letzte Wartung nicht zutreffend. Kann ich das nicht warten? Wartung durchführen. Oh. Die können das nicht warten? Warte mal. Doch, wo seid ihr, wofür seid ihr denn sonst da? Repariert ausgewählte Gebäude, Reparaturen können Wartungsressourcen benötigen. Da habe ich nicht dran gedacht. Und zwar braucht die Wartung Elektronenbauteile oder so. So sieht das aus. Da sind Maschinenteile. Hä, elektronische Geräte, das ist doch, da habt ihr doch genug. Was ist da los? Wartung durchführen. Nein, das ist euer Zuhause. Ihr müsst euer doch. Das müsst ihr doch. Das müsst ihr doch hier. Weil, guck mal, die Wartung ist. Das ist. Wartung anfordern. Ah, okay. Okay, da bewegt sich was. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das per Hand machen muss, ne? So schlaue Systeme und dann wissen sie nicht selber. Meine Kaffeemaschine weiß, wann sie entkalkt werden muss. Und das Gebäude weiß nicht, wann es gewartet werden muss. Wenn es schon eine Anzeige hat, wie sein Stand ist, ne? Also das ist aber schon ein bisschen komisch. Jetzt müsste meine Kaffeemaschine nur automatisch solche Drohnen anfordern, die die Entkalkung vornehmen, dass ich das nicht machen muss. Guck mal, jetzt fahren sie schon fleißig da rum. Wo fährst du hin? Ach, du holst hier Beton. Okay. Ah, guck mal, jetzt strahlt es doch wieder in neuem Glanz. Ja, so muss das sein. Jetzt muss ich das aber nicht für jedes Gebäude machen, ne? Also das wäre ein bisschen viel. Ich finde das aber gut, dass man das sieht. Ne? Also man sieht hier an diesem Solarpanel, das Weiß wird langsam so ein bisschen rötlich, ist halt schon ein bisschen staubbedeckt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass bei den Kollektoren, wenn da Staub drauf ist, dann machen die nicht mehr so viel. Guck mal, die produziert noch 5 und eine ganz neue produziert. Okay, auch 5. Naja, gut. Aber wie geht's denn dann hier unserem Kollektor? Der sieht ja auch richtig alt aus. Ach, guck mal, man kann Steuerung klicken, links klicken, um alle Betonextraktoren zu warten. Mach ich mal. Oh, guck mal da! Becker Supplies, bereit zur Landung. Bin ich blöd? Hätte ich das vorher auch schon sehen können? Okay, Becker Supplies, dann lande mal. Da so. Fahr mal aus dem Weg. Schnell! Da kommt eine Rakete. Becker Supplies kommt gelandet. Yay! Na, wo ist er? Na komm. Sehe ich es aus der Map-Ansicht vielleicht besser? Ja, da kommt die. Oh, das haben die gut gemacht, dass man das aus der Map-Ansicht sogar sieht. Wie so ein kleines Kind. Freue ich mich. Rakete! Rakete! Wo ist sie denn? Da! Becker Supplies landet! Und bringt wertvolle Rohstoffe und Fertigbauteile. Das ist das Wichtige. 70 Tonnen Material kommen hier gerade an. Ungefähr. 60 bis 70 Tonnen Material. Guck mal, ihr kriegt neue Freunde, neue Drohnenfreunde. Jetzt dürfte aber langsam unser Drohnenhub. Kann man mit dem Müll was machen? Das ist eine gute Frage, Stefan. Das habe ich auch schon gedacht. So, weiß ich nicht, wiederverwerten oder so, ne? Recycling braucht man ja. Das müssen wir mal gucken. Ach, aber guck mal, 20 Drohnen kann die verwalten und jetzt ist 13 von 20. Das passt. Ja, jawohl, schön. Holt euch die Rohstoffe. Sehr gut. Alles klar. Und jetzt müssten wir eigentlich auch. Nee, Quatsch, das war falsch. Und jetzt weiß ich auch, warum die Rakete weggeflogen ist. Na klar, das ist eine Frachtlieferung. Die fliegt wieder weg.
wie der DHL-Mann, der, wenn er geliefert hat, wieder wegfährt. So muss man sich das vorstellen. Polymerfabrik, genau. Ach Gott, die brauchen... Oh, shit. Die brauchen ja Arbeiter, das ist aber blöd. Gut, das ist eine Fabrik. Klar, brauchen die Arbeiter. Oh je. Wie viel Polymer hatte Becker Supplies dabei? Es sind noch 29 dabei. Und der braucht... Ach, der hat schon alles. Ah, okay. Der braucht noch Beton. Ja, gut. Wie ist denn hier so deine tägliche Produktion? 20. Ja, also da kannst du ja mal, ne? Ich werde mal die Solarpanel warten lassen. Ich denke, das ist recht wichtig, weil guckt euch die mal an. Die sind schon, ne, entsprechend dreckig. Oh, guck mal, die Drohne, die braucht aber auch mal Wartung. Oder geputzt werden muss die. Angesammelter Staub. Ah, ich finde das cool. Wartung durchführen. An dir selbst, bitte. Guck mal, da siehst du schon, diese Drohne, die hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Ne? Die ist schon ein alter Hase auf dem Mars. Die weiß schon, wie das läuft. Und dann ist das hier gerade, oder wo wir hier neben? Eine ganz neue, frische Drohne. Doch, so ein Rookie, ein Neuling. Der ist noch richtig frisch und schick, weißt du? ja, den Tipp, den kennen wir schon. Ich hoffe, die machen das automatisch, dass wenn sie sehen, oh, ich bin aber dreckig, ich sollte mal mich warten lassen, dass die dann hier zum Drohnenhub fahren. Na, müssen wir mal gucken. Das geht aber trotzdem recht langsam hier, ne? Guck mal, das ist eine Standardkuppel. Wie lange die da schon dran bauen? Ich könnte... Ach, ich hätte noch einen Betonextraktor anfordern sollen. Mist. Oder warte mal, brauche ich gar keinen... Warte mal. Das sieht so aus, als bräuchte ich gar keinen... Ne, guck mal, ich brauche gar keinen Blueprint dafür. Keine Fertigbauteile, das ist ja... Das ist ja herzallerliebst. Ja, hör mal dann. Dann machen wir das doch einfach so. Wir bauen einfach einen zweiten. Warum denn nicht? So, Strom. Ja, ich weiß, mir gefällt es nicht ganz so gut, dass wir das jetzt hier alles an einem Kabel hängen haben. Aber was bleibt uns übrig? Hier, ihr faulen Drohnen. Macht was. Die stehen da ja nur rum. Es kann doch nicht sein, dass schon... es würde ja bedeuten, dass alle benötigten Ressourcen bereits von einer Drohne zur Baustelle gefahren werden. Und das kann ich gar nicht glauben. 3 Metall brauchen die noch. Da kommt einer mit Metall angefahren und hier sind... Ja, okay, dann doch. Dann müsst ihr die Rakete ausladen, das ist ja wohl klar. Naja. Ist auch mal schön, hier so eine Rakete stehen zu haben. Oder mal Dinger hier warten, denn ich habe Steuerung-Klick gemacht. Ach, guck, die werten Herren. Jetzt bewegen sie sich mal. Okay, Betonkollektor wird gebaut. Guck mal, von zweien sogar. Ich finde die lustig. Okay, ich will das diesmal mitbekommen, wenn die Rakete abhebt. Bestimmt, wenn die fertig ausgeladen ist. Nee, warte auf Betanken. Ach Gott. Ich hab doch keinen Treibstoff. Oder habe ich Treibstoff? Was brauchst du denn für Treibstoff? Das sieht mir aus wie Festbrennstoff. Oder Sprit. Mal ein bisschen Diesel da rein, ne? Ist ja, Diesel ist ja für Langstrecke gut, also die fliegt mit Diesel. So, jetzt haben wir schon zwei. Das Problem ist, beide werden hier so Abfall produzieren und der hier ist schon fast halb voll. Das wird dann natürlich doppelt so schnell gehen. Das wird noch interessant.
Bei der nächsten Rakete hole ich Menschen. Wir haben Strom, sogar hier mit Speichereinheiten. Apropos, warum wird die dritte Speichereinheit nicht gebaut? Okay, wir haben einen Mangel an Beton. Gut, ich sehe es ein. Ja. Ein Mangel an Beton wegen Großprojekt, ne? Wie viel brauchen wir denn noch? Es kommen zwei Beton, das wird ja wohl möglich sein. Wer ist schneller? Da ist ein Beton. Komm, ein Beton noch. Dim, 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 dim. Wie sieht das eigentlich aus mit unserem Explorer? Wir können doch noch... Das habe ich ganz vergessen. Wir können doch noch Anomalien uns explorieren. Da, zum Beispiel. Das ist dann aber auch schon die letzte, ne? Nee, Quatsch, guck mal hier. Ach, nicht so weit raus. Was ist denn das? Also, nee, warte mal. Das ist eine Anomalie und das auch eine. Unsere Wissenschaftler glauben, dass diese Anomalie einen technologischen Durchbruch, zu einem technologischen Durchbruch führen könnte. Und hier, die Sensormesswerte haben ergeben, dass uns diese Anomalie bei unseren aktuellen Forschungszielen helfen könnte. Schicke einen Erkundungsrover. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Entschuldigung. Machen wir. Oh, es wird gebaut. Der Dom wird gebaut. Under the Dome. So ein kleiner Roboter baut an dem Riesending rum. Guckt euch das mal an. Na, kleiner Mann, schaffst du das denn auch? Hm? Ich guck dir so ein bisschen über die Schulter, wohl? Irgendwie süß. Mangel? Mangel? Das kann doch nicht sein. Mehr Energie. Was? Du hattest doch voll. Du bist doch voll wie eine Haubitze hier gewesen. Ja, aber hallo. Na gut, 94%. Die 6%. Ah, guck mal, er hat endlich Hilfe bekommen. Guck mal, das mit den Schleusen, das haben sie aber auch gut gemacht, ne? Not an entrance. Hier ist es natürlich ein Entrance, weil... Da ist der Ausgang. Jetzt bauen aber richtig viele. Oh, cool. Okay, eine Sache haben wir vergessen, die recht wichtig ist. Für die Menschen. Kann man aber auch mal vergessen. Das ist jetzt, da denkt man nicht dran. Sauerstoff. Kolonisten innerhalb von Kuppeln leben in Wohngebäuden. Das Standardgebäude wird Wohnquartier genannt. Okidoki. Ja, mein Gott, wo bekommen wir denn jetzt Sauerstoff her? Das habe ich natürlich ein bisschen vergessen. Ey, das ist doch scheiße. Ich kann doch jetzt nicht Kolonisten herschicken und dann erst Sauerstoffproduktion. Das dauert doch ein paar Stunden oder Tage oder weiß ich nicht. Eine gewisse Zeit auf jeden Fall. Bis ich jetzt hier die... Moment. Das kostet mich gar keine Fertigbauteile. Das ist ja super. Okay, ich beschwere mich nicht. Ich glaube, das haben die extra gemacht. Dass diese ganzen lebenswichtigen oder basiswichtigen Gebäude nicht diese Fertigbauteile von der Erde brauchen. Weil es kann mal sein, dass ein Ding kaputt geht und stell mal vor, du bräuchtest immer Fertigbauteile. Planst alles fertig und sagst, ja, jetzt habe ich hierfür gesorgt, dafür gesorgt, okay, Menschen, kommt rüber. Dann hast du die Fertigbauteile erstmal nicht mehr und dann geht was kaputt, weil du das nicht vorausgesehen hast. Dann sterben dir all deine Menschen weg, das können die ja nicht machen. Und deshalb schätze ich mal, sind diese, die Art von Gebäude quasi kostenlos, was das angeht, sozusagen. So, Wasserproduktion würde ich gerne nach hier so ausweiten, also irgendwo hier in dem Gebiet. Und dann machen wir die Sauerstoffproduktion mal hier so hin. Die Kabelverbindung muss ich dann gucken, wie ich die lege. Oh, Durchbruch. Inspirierende Architektur, muss ich gleich gucken. So, der Nie Explorer hat wieder was gefunden. Kann schon mal direkt zum nächsten fahren. Und zwar hier hin. Schwupp. Und was haben wir da entdeckt?
Ah, beim Durchbruch hier unten. Inspirierende Architektur. Die Moral von Kolonisten in Kuppeln mit einer Spitze ist Die Moral von Kolonisten in Kuppeln mit einer Spitze ist erhöht. Kuppeln mit einer Spitze? Was? Ich lese mal vor. Sogar an den gewöhnlichsten Tagen dürfen die Kolonisten auf dem Mars niemals vergessen, wie außergewöhnlich ihr Leben eigentlich ist. Immer wenn sie eine Pause von ihrer neuen Routine auf dieser fremden Welt einlegen und die von Menschenhand geschaffenen Spitzen bestaunen. Spitze ist doch was für Unterwäsche. Weiß ich auch nicht, so gehäkelt. Die stolz in den Marsch. Himmel. Mars. Ich lese Marsch, also SH. Marshimmel. Marschhimmel. Ragen, werden sie daran erinnert, dass sie Teil einer unglaublichen Meisterleistung sind. Also inspirierende Architektur. Ich denke mal, wenn du das in die Kuppel baust, hebt das die Moral der Siedler. Ich finde das alles schon sehr gut. Ich erforsche da mal eine nächste Stufe auf Biotech. Na, wer weiß. Jetzt hat mir gerade ein alter Freund. Warte mal, ich muss mal kurz im Facebook Messenger was gucken. Der hat sich schon länger nicht mehr bei mir gemeldet. Warum schreibt er mir plötzlich? Ah, oh, nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Das ist. Ich fürchte, sein Facebook-Konto wurde gehackt. Scheiße! Das ist ein bisschen auffällig gewesen. Das war ein Phishing-Link. Ich sollte mich doch bitte hier nochmal anmelden. Und es war google.it, das war schon ein bisschen fishy. Und sofort geschlossen. Muss ich ihm gleich mal schreiben. Hör mal, du, dein Facebook-Konto wurde, glaube ich, ein bisschen kompromittiert. Das war schon komisch, wenn alte Freunde, mit denen man so ein bisschen auf Facebook zu tun hat, einem plötzlich im Messenger schreiben, die nie so Typen dafür waren, dass sie etwas in Messenger schreiben. Da kann man schon mal ein bisschen hellhörig werden. So, zurück zum Spiel. Ich trinke nochmal ein Schlückchen. So, zurück zum Spiel. Wie weit ist meine Moxie hier? Warum eigentlich Moxie? Bestimmt Mega Oxygen Industrieeinheit. Das ist bestimmt richtig. Wir müssen dahin Strom kriegen. Oh, Sektor gescannt, keine Ressourcen. Schade. Wie bekommen wir jetzt Strom dahin? Ich würde ungern hier den Umweg. Aber hier hinten rum Strom legen ist halt ein bisschen umständlich. Komm, doch, machen wir so. Wir machen das hier entlang. So. So ein bisschen, weißt du, man verlegt Kabel in der Wohnung ja auch nicht einfach so quer Kraut und Rüben. Sollte man zumindest nicht. Und, wenn ich jetzt mir überlege, dass die hier weitergebaut werden, dann möchte ich das bitte so haben. Und dann wird das hier in so einem Array weitergebaut und dann reicht das Kabel. Hoffentlich. So, was ist da los? Was brauchst denn du? Du brauchst Metall. Ja, ich verstehe eure Diskrepanz. Hier gibt es nämlich kein Metall. Mhm. Mist. Eventuell könnte es helfen, diesen Rover hier in das Metall, in die Metallrichtung zu bewegen. Weißt du, dass sie von hier hinten Metall holen? Warte, was steht da? By the way, unter Linux scheint das Spiel auch sehr gut zu laufen. Die Entwickler sind mir schon mal sympathisch. Ja, die Engine, die dahinter ist, ist Unity. Und die ist bei Multiplattform-Entwicklung sehr, sehr weit voraus. Lass die Roboter einfach unter sich. Die sind viel pflegeleichter als Menschen. Ja, wollte ich auch sagen. Ey, komm, wer braucht denn Menschen hier auf dem Mars? Das will doch niemand. Roboter reichen doch. Resources are low. Vielleicht steht das M für Moxie auch eher für Mars. Also dann Mars Oxygen Industrieeinheit.
Oder mein olles Xylophon ist eh. Ein Adjektiv, das mit E anfängt. Einzigartig. Mein olles Xylophon ist einzigartig. Ach, ich liebe Anagramme? Nee, Anna. Weiß ich jetzt gerade nicht.